Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check. Heute widmen wir uns dem Joy-IT Gaming AMD Ryzen 3 3200G Gaming PC von Netto. Wir starten jetzt auch direkt rein, ihr kennt das Format ja mittlerweile und wir schauen uns mal an, was der hier so zu bieten hat. Das erste, was ich dazu zu sagen habe, ist, hier haben wir ein Bild von diesem PC. Und ich dachte mir so, nicht schlecht. Hier vorne 360er Radiator drin, eine Wasserkühlung. Das hier G-Skill Trident RAM, der ist relativ teuer. Da dachte ich mir schon, oh, schön, das wird ein guter PC für das Geld, super. Und dann steht da unten Example of Installation. Also Beispiel der Zusammenstellung, der Installation, wie auch immer ihr das übersetzen wollt. In Wirklichkeit sieht er gar nicht so aus. Das ist natürlich toll, wenn man den online bei Netto kauft und dann zu Hause merkt beim Auspacken, dass der nicht so aussieht, wie er auf dem Bild ist. Ich gehe zumindest davon aus, weil diese RAM-Speicher sind auf jeden Fall schon mal nicht da drin. Aber alles der Reihe nach. Wir starten mit dem Gehäuse, MIDI Tower Gehäuse. Nichts Besonderes, MIDI Tower Gehäuse, kann vieles sein. Mit Seitenfenster, ohne Seitenfenster, mit Netzteilbox, ohne Netzteilbox, mit Frontkühler, Hinterkühler, ohne. Keine Information. Man bekommt keine Informationen wirklich. Also ich habe... Gut, beim Mainboard, da weiß ich zumindest, welches es genau ist, das habe ich auch gefunden. Aber also das Gehäuse, da wissen wir schon mal nicht, wo es hingeht. So, und ich habe eins rausgesucht, wo ich denke, dass es qualitativ den Ansprüchen genügt. Das ist folgendes. Das Intertech B3 RGB mit Sichtfenster. Kostet 56 Euro, kommt dem Design ungefähr etwas näher mit diesen drei Lüftern vorne drin. Hat genügend Platz für die Komponenten auf jeden Fall, die ich dann rausgesucht habe, die halt ähnlich sind oder gleich sind wie bei diesem PC. Ich habe es selber noch nie verbaut. Ich sehe hier nur die ganzen Slots für die SSD und so weiter. Das sieht ganz gut aus soweit. Es ist halt ein Mittelklasse-Gehäuse, wenn nicht sogar untere Mittelklasse. Ja? Dass wir uns da verstehen. Hat 4-Sterne-Bewertung bei 72 Bewertungen. Ich denke, damit können wir gut arbeiten. Dann steht dabei Netzteil, 500-Watt-Netzteil. 500-Watt-Netzteil kann jetzt vieles sein. Ich habe jetzt nicht das Billigste vom Billigsten genommen, aber was Günstiges. Ich habe jetzt kein Be Quiet rausgesucht. Wir nehmen eins von LC Power und zwar folgendes. Das ist dieses hier, 500-Watt LC Power LC500H-12 Office Non-Modular. Da steht schon im Namen Office. Also, ich würde es jetzt mal so behaupten, dass das für ein Office-PC ist, weil 500 Watt, was will man da großartig mit erreichen? Wenn man eine richtig dicke Grafikkarte oder ähnliches einbaut, wird es dann schon schwierig. Aber für diesen PC reicht das erstmal aus. Es gab auch welche für 20 Euro, nur das wollte ich jetzt echt nicht da einbauen, weil diese China-Böller, ich weiß nicht, ob Mindfactory China-Böller verkauft, aber ihr wisst, was gemeint ist, wenn ich sage, man baut die Teile ein, nach einem halben Jahr, psch, Feierabend. Ja? Egal, gehen wir weiter im Programm, das haben wir auch schon in den Warenkorb gelegt. Ich habe den Warenkorb auch schon vorbereitet, wir werden uns hinterher das Ergebnis angucken. Ja, Steckplätze, die ergeben sich auf dem Mainboard, da brauchen wir nichts Besonderes sozusagen. Chipsatz AMD B450, das ist beim Mainboard, da kommen wir gleich noch zu. Prozessor AMD Ryzen 3 3200G. Das ist ein Ryzen-Prozessor, der eine integrierte Grafikeinheit hat. Nicht der beste, aber so ein Mittelklasse-Ding. Und der kostet aktuell 107,44 Euro. Ist auch schon im Warenkorb, ist genau derselbe. Wir schauen jetzt einfach mal weiter. Ja, hier steht nochmal der Prozessortakt. Immerhin haben sie dazu geschrieben, Turbo-Modus, 4x4 GHz. Das sind die ganz normalen technischen Daten des Prozessors. Dann haben wir VGA, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB. GeForce ist schon mal falsch geschrieben, NVIDIA ist auch falsch geschrieben. Und die 1050 Ti, die ist, boah, lasst mich nicht lügen, vor 4 Jahren, glaube ich, released worden. Aber wir können mal schauen, sie ist noch im Programm, ich habe sie auf jeden Fall auch gefunden. Wir haben jetzt hier eine von MSI, ich habe sonst keine andere gerade gesehen, die irgendwie der einen Grafikkarte nahe kommt. Ich weiß nicht, ob die direkt NVIDIA verbauen, es ist immer dasselbe Spiel, ich habe keine Informationen. Ich weiß nur, welche Komponenten verbaut sind und diese Komponenten werde ich jetzt versuchen nachzuvollziehen. Die kostet 180,70 Euro, ist eine 4 GB Grafikkarte. Das Thema haben wir auch schon ausgelutscht. Mit den Dingern lockst du keinen mehr hinterm Ofen hervor. Da kann man vielleicht wirklich die kleinsten Spiele drauf spielen, aber für zum Beispiel ein aktuelles Far Cry oder ähnliches wird es nicht reichen. Watch Dogs schon mal gar nicht. Ich habe selbst mit meiner Grafikkarte, die hat jetzt glaube ich 8 GB, mit der habe ich schon Probleme gekriegt. Also 4 GB ist schon ganz weit unten angesetzt. Netzwerkkarte ist dasselbe, 10, 100 oder 1000 Mbit Onboard. Ergibt sich aus dem Mainboard an sich. Die schreiben das gerne nochmal da rein, dass auch jeder weiß, was er für Anschlussmöglichkeiten hat. Ist ja auch in Ordnung, nur es ergibt sich halt aus dem Mainboard an sich. Arbeitsspeicher 8 GB DDR4. 8 GB DDR4. 8. Mit 8 reißt ihr nichts mehr. Gar nichts mehr.
Doch, Among Us vielleicht. Aber ansonsten reißt dir damit nichts mehr. 8 GB Arbeitsspeicher, den noch zu kriegen. Überhaupt. In Dual-Channel. Ich gehe davon aus, dass die Dual-Channel gesteckt haben. Wenn nicht, dann wäre es noch schlimmer. Aber wir schauen mal eben, was der kostet. Ich habe jetzt tatsächlich auch einen von G-Skill genommen. Nicht den Trident, den kann man nicht bezahlen. Den gibt es auch in 8 GB schon gar nicht mehr, weil es eben so alt ist, beziehungsweise keiner mehr sowas kauft. Und der kostet 36,78 Euro. Könnte auch zwei von einbauen, beziehungsweise zwei Sets, aber das geht bei dem Mainboard wiederum nicht. Vergesst es einfach. 8 GB RAM, Dual-Channel, ist im Warenkorb. Passt. Jetzt haben wir ja das Motherboard, ein Gigabyte B450M-S2H. Ich denke, dass die auch die 3000er-Reihe ohne Grafikchip unterstützen. Und das habe ich auch rausgesucht, das Mainboard. Hier haben wir es, das Gigabyte B450M-S2H. Version 2. Ich weiß nicht, ob die Version 1 oder Version 2 verbauen. Stinknormales Mainboard. Nichts Besonderes. 55 Euro kostet das. Interessant, die hat immer noch die PS-2-Anschlüsse. Die sind halt dafür da, wenn ihr mal wirklich den PC nicht ans Laufen kriegt, könnt ihr da immer noch eine alte Maustastatur anschließen und versuchen es damit irgendwie steuerbar zu kriegen, wenn die USB-Anschlüsse auch mal nicht wollen. Nur für mich macht es keinen Sinn mehr, diese Anschlüsse da drin zu haben. Aber gut, sie sind dabei, warum nicht? Hätte man natürlich auch zwei USB-Slots für reinmachen können. Ist aber gab's viel gesprungen. Dann haben wir noch eine M2-SSD, 240 GB. Also eine SSD M.2, 240 GB M.2-SSD. Also wer auch immer das verfasst hat, entweder war es ein Praktikant oder jemand, der keine Ahnung hatte. Aber ist ja auch egal. Die kostet aktuell, wenn wir eine gute nehmen, 240 GB Western Digital Green, 45,29 Euro. Ist eine stinknormale M2 SATA-SSD. Können wir so mitnehmen, wird eh nur aufs Board geschraubt und dann hat man seine 240 GB. Dann die Grafik, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, die steht hier tatsächlich nochmal. Die GTX 1050 Ti, die haben wir ja eben rausgesucht. Und ja, einfach doppelt gemoppelt. Ich weiß nicht, wer das verfasst hat. Ihr müsst euch gleich den Text geben, ich lese den gleich nochmal vor, das ist der Hammer. Betriebssystem Windows 10 Pro, 64-Bit, immerhin. Die meisten haben nur die Home-Variante. Pro ist ganz nett, der Key kostet bei eBay auch nur 5 Euro. Auf das Original kennt ihr schon, 80 Euro oder 90, irgendwie sowas um den Dreh. Jetzt wird's interessant. Wir haben einmal ein PS-2 Keyboard und einmal ein PS-2 Maus. Ich kann mir partout nicht vorstellen, dass bei diesem Rechner solche Komponenten mit dabei sind. Ich habe deswegen eine USB-Maus und eine USB-Tastatur genommen. Vielleicht meinten die auch das damit oder die nehmen das irgendwie alles in einen Topf. Ich habe die beiden Dinger rausgesucht, ich zeig's euch eben. Ist der Standard, den wir auch letztes Mal schon mal gemacht haben. Wir haben hier einmal die Cherry Stream Keyboard 2019 schwarz, die habe ich bei dem einen Rechner schon mit dabei gepackt. Cherry ist eine super Marke, kann man nicht drüber meckern. Die meisten Hersteller verbauen auch diese Keycaps. Lest ihr dann immer Cherry Brown, Cherry Blue oder Cherry Red oder wie auch immer. Die werden auch bei Logitech Produkten oder bei Corsa, glaube ich, auch teilweise mit verbaut. Kostet 22,61 Euro, könnt ihr nichts mit falsch machen. Zum Einsteigen ganz gut, zum Zocken würde ich auch wieder was anderes nehmen. Aber wir müssen ja preislich irgendwie eine Lage finden. Als Maus nehmen wir dieselbe, die wir letztes Mal auch genommen haben, die Intertech GT 300 Plus Gaming Maus mit RGB-Beleuchtung, 9,56 Euro. Ich würde als Gamer auch was anderes nehmen, aber wir müssen, wie gesagt, irgendwie eine Relation zu diesen PS2-Komponenten finden und ich hoffe, damit haben wir einen guten Vergleich gefunden. Ja, hier unten stehen einfach noch mal die Anschlüsse. Viermal USB 3.1, zweimal USB 2.0. Ergibt sich aus dem Mainboard. Ich zeige euch noch mal eben das Bild. Hier sieht man es. Viermal USB 3.1, zweimal 2.0. Das ist genau dasselbe, was da eben auch stand. Hier ist der Netzwerkanschluss, wovon sie so geträumt haben in der Aufstellung. Hier vorne haben wir noch ganz normalen Sound. Das ist einmal Mikro und Kopfhörer und einmal Line-In. Dann haben wir für den Onboard-Chip, den wir gar nicht benutzen, das ist das Interessante dabei. Die haben den AMD Ryzen verbaut, der eine integrierte Grafikeinheit hat, aber die benutzen wir ja gar nicht, weil wir die 1050 Ti benutzen. Trotzdem haben wir hier noch VGA, DVI und HDMI. Ist auch ganz nett, wenn die Grafikkarte mal abraucht, kann man immer noch zumindest ein Bild vom Rechner kriegen, um die Daten zu sichern oder ähnliches. So, und bevor wir jetzt zum Endergebnis kommen, ihr müsst euch diesen Text nochmal geben. Also wir sind hier wirklich scheinbar im Gaming-Bereich. Hier steht Gaming AMD Ryzen 3 3200G. Dieser elegante Desktop-PC ist der perfekte Gamer-PC. Ja. In seinem hochwertigen Gehäuse arbeitet eine leistungsstarke Quad-Core-CPU. Nur mal so am Rande. Wir haben teilweise 24 Kerne mit Hyper-Threading. 12 echte, 24 mit Hyper-Threading. Das sind 4. Ja, okay, egal. Eine leistungsstarke Quad-Core-CPU mit 4 GHz. Durch die separate Grafikkarte GTX 1050 Ti 4 GB vom führenden Hersteller Nvidia eignet er sich auch perfekt für die leistungshungrigsten Spiele und anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen.
Unterstützt wird die schnelle CPU vom modernsten 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher. Das ist jetzt auch interessant. Hier steht 16 GB Arbeitsspeicher, hier unten steht 8. Ich weiß nicht warum. Ich weiß jetzt nicht, was stimmt. Da war wirklich der Praktikant da dran. Vor allen Dingen die leistungshungrigsten Spiele. Ich kann auf dieser Grafikkarte nicht Watch Dogs spielen. Ich kann auch nicht Far Cry spielen. Doch bestimmt auf den geringsten Einstellungen. Aber leistungshungrig sind die dann immer noch. Und dann habe ich 30 FPS und daran hat keiner Freude. Also vergesst das. Durch die sehr schnelle 240 GB M2 SSD-Festplatte startet der Rechner in Sekundenbruchteilen und ist im Gegensatz zu Computern mit einer herkömmlichen Festplatte um ein Vielfaches schneller. Ja, das stimmt. Das ist aber auch nur eine SATA M2. Das ist keine Vollblut Samsung Evo Pro SSD. Sie werden von den Geschwindigkeitsvorteilen fasziniert sein. Ja, bis die 240 GB voll sind. Dann war es das aber auch. Windows 10 Professional 64-Bit ist bereits fertig auf der SSD installiert. Einfach einschalten und loslegen. Das ist schön. Ich hoffe, die haben das Teil nicht komplett vollgemüllt mit irgendwelchen Software-Produkten, Paketen, die man nicht braucht. Der PC kann an Monitoren oder Fernsehen via DisplayPort oder HDMI angeschlossen werden. Wenn Sie den Ton nicht über HDMI, sondern über ein separates Soundsystem wiedergeben wollen, stehen Ihnen auf der Rückseite des Gerätes entsprechende Anschlüsse zur Verfügung. Ja, wir haben Kopfhörer ausgehören. Also es wird auch schon schwierig, wenn ihr dann 7.1 oder ähnliches bei euch im Wohnzimmer installiert und die Kiste dafür benutzen wollt. Es wird nicht funktionieren. Da bräuchtet ihr schon ein besseres Board oder eine eigenständige Soundkarte, wenn ihr da wirklich so Enthusiasten seid. Aber selbst die kaufen sich so einen Rechner nicht. Wenn die das schon sehen, dann lassen die schon sein. Egal, wir haben alle Komponenten zusammengestellt. Der Grundpreis war 643,99 von der UVP runtergesetzt, von 799,99 €. Wir sind bei einem Ergebnis von 561,62 €. Das heißt, wir sind jetzt schon günstiger. Wenn wir jetzt natürlich den Zusammenbau, das Thema kennt ihr schon, Zusammenbau, Windows müsst ihr noch kaufen, Versand kommt noch dazu, pipapo, dann landet ihr ungefähr da, was dieser PC auch kosten soll. Nur ist das absolut kein Gaming-PC. Absolut nicht. Das ist so für Einsteiger, wenn überhaupt Einsteiger. Ich würde das noch niemals mit einem Einsteiger dahinstellen. Als ich für Lexi einen PC zusammengestellt habe, war der auch schon besser. Und er war sogar günstiger, nur mal so dabei gesagt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich zeige euch nochmal die Liste, dass ihr auch wisst, dass ich euch nicht verarsche. Hier ist der AMD Ryzen. Hier ist das 500 Watt Netzteil. Hier ist das Mainboard. Hier ist der 8 GB RAM-Speicher, wo ich immer noch nicht weiß, ob es 8 oder 16 GB sind. Hier ist die GTX 1050 Ti. Hier ist die Maus, Tastatur, die M2 SSD. Ich habe sogar diesmal an den Lüfter gedacht, weil der Prozessor ist nur ein Tray. Ich musste nochmal einen eigenen Lüfter zubestellen für 20 Euro, aber ist ja egal. Dafür hat man was Vernünftiges und be quiet. Und hier unten ist halt das Gehäuse, ne? Also, lasst es euch nochmal gesagt sein. Wenn die mit sowas werben, Joy It Gaming AMD Ryzen 3 bla bla bla, und mit einem Bild werben, was nicht stimmt, kann mir nicht, es ist keine Wasserkühlung drin verbaut. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass die eine Wasserkühlung drin verbaut haben. Und hier ist eine zu sehen. Und da steht ja auch nur Example of Installation. Deswegen, das ist schon mal... Uff. Und dazu dann noch so einen Text und dann mehrere Komponenten auch noch doppelt reingeschrieben, damit es nach viel aussieht. Vergesst es. Vergesst es. Lasst die Finger davon. Lasst euch von irgendjemandem, der sich damit auskennt, was zusammenstellen. Ihr könnt auch gerne auf meinem Kanal nochmal gucken. Ich habe da einen PC noch reingepackt. Für 700 Euro der Gaming-PC. Das ist dann so ein Einsteiger-Ding, das ist dann schon in Ordnung. Aber ich finde sowas schon dreist. Ja, das ist irgendwo Verarsche am Kunden. Man kann damit zocken, aber halt nicht das, was man erwartet, was man zocken könnte. Naja, gut. Das nächste Video kommt in einer Woche. Ich habe jetzt vor kurzem mal bei Lidl reingeguckt. Die haben aktuell nichts an Gaming-Sachen da, die man jetzt vergleichen könnte. Ich müsste mir nochmal einen Hersteller dann raussuchen. Vielleicht nehmen wir mal einen von One.de. Dann pflücken wir den mal auseinander. Mit denen habe ich nämlich auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich habe da nämlich mal schlechte Erfahrungen mitgemacht. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich würde mich sehr freuen. Schreibt auch gerne was in die Kommentare. Ich finde Kommentare immer super. Ich kriege dann immer sofort eine Push-Benachrichtigung. Schau mir das an. Ihr könnt bei den anderen Videos auch mal schauen. Da gab es Leute, die haben Fragen gestellt. Ich habe auf diese Fragen dann geantwortet. Es war auch wirklich themenbezogen. Gab aber natürlich auch so einen negativen Kommentar. Da reden wir vielleicht nächstes Video drüber. Der war nämlich ganz interessant. Da wurde mir nämlich auch unterstellt, dass ich von BWL keine Ahnung habe. Brauche ich auch nicht, ich habe es nicht studiert. Aber anderes Thema machen wir im nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns.